Hallo, hier sind wieder Michael und Sandra. Und heute möchten wir euch ein Haus vorstellen in Southwest Cape Coral. Und Sandra sagt euch jetzt die Einzelheiten. Ja, okay. Also, wie Michael schon sagte, befinden wir uns heute hier in Southwest Cape Coral und möchten euch ein Haus zeigen, das erst vor ein paar Tagen auf den Markt gekommen ist. Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 165 Quadratmeter. Grundstücksgröße ist ca. 1000 Quadratmeter und Highlight ist hier, das Haus befindet sich am Kanal mit Golfzugang. Das heißt ca. 40 Minuten und man ist draußen auf dem River mit dem Boot. Das Haus kostet $725.000, das sind in Euro? Moment, 638.000 Euro. Das ist der Asking-Preis. Mhm. Aber man kann ja ein Angebot abgeben zum anderen Preis. Ne? Egal. So, ich würde sagen, dann gucken wir uns das mal an. Ja, let's go. Doppel-Entry-Tür. Wie in Amerika üblich, kommt man in die Vordereingangstür rein und steht gleich mitten im Wohnzimmer. Aber da wird halt wenigstens kein Platz verschwendet. Und noch eine zweite Dining Area. Küche. Hinter der Küche geht es wahrscheinlich zur Garage. Also erstmal Waschraum, Laundry und dann zur Garage. Schöne Waschmaschine, schöner Trockner, Garage. Oh. Eine Road King. Harley Davidson, die ist aber nicht mit zu verkaufen. Jedenfalls nicht mit dem Preis inklusive. Das Haus kommt mit den Waschmaschinen und Dreierpaket Trockner. Mhm. Die sind neu. Haus kommt natürlich, wie es in Amerika üblich ist, mit alle Küchengeräte, Küche sowieso, aber nicht mit Möbel. Es sei denn, der Eigentümer lässt sich überzeugen, dass man die abkaufen möchte. Ohne Möbel heißt auch dann ohne die gut ausgestattete Bar. So, wir gucken aber erstmal ins Primary Bedroom. Schöne Größe, wahrscheinlich ist da ein Fernseher drin. Zugang zum Pool. Nein, Mosel, denn der Fernseher hängt da. Oh, okay. Dann hat er zwei Fernseher. Kann auch sein, egal. Wer links guckt, liegt, guckt in dem Fernseher und der andere in dem anderen. Okay. Dann ist hier das Primary Bathroom. Mit großem Spiegel. Offensichtlich ist der Eigentümer am Malern. Ja, sieht so aus. Er macht, glaube ich, Renovierungsarbeiten. Schöne Eckbadewanne. Große Dusche. Ja, nicht schlecht. Zwar älteren Baujahrs, aber großzügig geschnitten. Mal kurz hier nochmal in die Dining-Ecke mit einem Electric Fireplace. Wichtig im Winter. Winter. Naja, nicht Winter. Wirklich wichtig, aber schön zu haben. Wir haben heute den 19. Januar. Und Winter? Mm-mm. So, dann gehen wir
Und die anderen Räume am anderen Ende des Hauses, Splitted Floor Plan heißt das, da hat man seinen Besuch nicht so dicht auf der Pelle oder die Kinder. Das ist also das Gästeschlafzimmer oder Kinderzimmer, je nachdem, mit wem man hier so einzieht. Ne? Ja, Gästebad. Gästebad zwischen den beiden Schlafzimmern mit Duschwanne, ohne Duschlampe. Und hier haben wir den dritten Bedroom, dritte Schlafzimmer. Ja. Ja. Wie gesagt, das wird noch alles frisch gestrichen. Frisch gestrichen. So. Dann gucken wir mal nach draußen. Nach draußen. So. Okay, hier ist der Lanai. Eigentlich schön groß, nicht so klein. Ne? Schön Grill und Platz. Paper sehen ziemlich neu aus und außerdem ist das unser bevorzugter Belag für außen, weil der ist ziemlich wartungsfrei. Ab und zu mal einen Besen rüber, wenn überhaupt. That's it. Schöner Pool. Und von hier aus kann man auf den Golf von Mexiko gelangen. Ja. Wie vorhin schon gesagt, also 45 Minuten bis zum River ist nicht wirklich weit. Im Vergleich, es gibt Häuser in Cape Coral, die haben Golf Access, die brauchen 2 Stunden bis zum Lock, bis zur Schleuse. Mhm. Und am Wochenende, wenn da viel Betrieb ist, kann man auch schon mal 2 Stunden an der Schleuse warten. Was hier nicht der Fall ist, die müssen ja nicht durch die Schleuse, die kommen direkt raus. Also unter 2 Brücken oder 3 Brücken durch. Ja, das stimmt. Guck mal, der Pool mit der Bank, mit der Treppe. Das ist auch schön. Das sieht toll aus, ne? Wie das so gemacht ist. Ja, hat auch Solarpanels auf dem Dach. Damit wird der Pool beheizt. Kostenlose Erwärmung des Poolwassers. Genau. Wir gucken mal runter. Ja. Falls man seinen Hund mitbringt, Zaun ist auch vorhanden. Jo. Der ist auch sieht so neuwertig neu aus, ne? Ja. Erst vor ein paar Monaten gemacht. Kann man schön abends sitzen im Sonnenuntergang. Ja. Schönes Glas Cola. Genau. Ja. Ja, nicht schlecht. Schöne Lage. Sandra, ist dir schon aufgefallen, was für eine Pool Cage ist? Ja, der sieht neu aus. Und zwar die älteren Pool Cages, die haben ja noch so eine Mittelstrebe in der Mitte von dem großen Feld. Aber hier, das sieht aus wie Picture Windows. Also da drüben sieht man ja, da sind die Querstreben. Und hier sind sie halt nicht. Ja, und das ist hier eben schöner, weil dann hat man den Blick viel besser zum Wasser. Das Dach ist übrigens auch neu, 2021. Der elektrische Water Heater ist auch neu. Okay. Also ist schon viel neu gemacht hier. Ja. Das Haus hat auch Schatten, wie man hier sieht. Das heißt, wenn ein Hurrikan kommt, ruckzuck, man zieht die zusammen und das Haus ist fertig eingeschattert. Auch cool. Ja, wir hoffen, euch hat das Haus gefallen. Und
Wenn ihr euch dafür interessiert, ihr könnt uns gerne anrufen. Michael, seine Telefonnummer ist? 239 384 2812 und Sandkors Telefonnummer ist? 239 384 2811. Und? Der ruft uns an. Und oder ihr könnt es auch eine E-Mail schreiben oder eine Textnachricht. Ja. Über WhatsApp geht auch. Gleiche Nummer. Und vergesst nicht, egal welches Haus, Grundstück, Wohnung in Florida, wir können es verkaufen. Wir haben Zugriff auf alle Häuser, die in Florida gelistet sind, also im Internet sind. Auf alle gelistete Häuser oder die in der MLS sind, auf alle Grundstücke, auf alle Eigentumswohnungen. Also bitte ruft uns an. Dankeschön. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.